Hallo Welt, da sind wir wieder und wir reden jetzt hier mit dem Vertreter Chison. Was? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, aber da stand, ich soll dich ansprechen, also spreche ich dich an. Und was machst du jetzt? Also dir geht's nicht gut, oder? Ich wollte dich nicht stören oder so. Ich, entschuldige bitte den Tonfall. Nein, mir geht es nicht gut. Ich muss dringend in die Botschaft, um zu arbeiten. Aber unsere übereifrige Security will mich nicht in die Stadt lassen. Angeblich brauche ich ein diplomatisches Visum, was bei meinen vielen Besuchen in New Atlantis noch nie der Fall war. Na okay, dann viel Glück. Da kennst du jemanden, der dir helfen könnte? Also, ich kann mit ihnen reden. Oh, wirklich? Und ich reiße dir fast den Kopf ab. Entschuldige, ich bin nur, nun ja, überrumpelt. Könntest du vielleicht in die Botschaft des Freestar Collective gehen und mit einem Diplomaten reden? Der wird wissen, was zu tun ist. Na klar, kein Thema. Jeden Tag eine gute Tat. Ach, danke. Ich warte hier, bis die Botschaft die Kavallerie schickt. Was soll ich auch sonst tun? Wie geht's dir heute? Uiuiuiui. Hab ich doch gesagt, eine Aufgabe haben wir noch gar nicht erledigt, schon 10 neue gekriegt. Wahnsinn, das liebe ich so an den Sachen. Hier geht's runter wahrscheinlich. Was ist da drüben überhaupt los? Auf der Seite haben wir noch gar nicht so richtig geguckt. Oh, wir haben noch ein anderes Outfit. Froschgrün. Ja, die Jacke hat mir irgendwie besser gefallen, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich mich dran gewöhnt habe. Cafeteria hier. Ja, das ist wahrscheinlich nur für Mitarbeiter, oder? Ja, hier gibt es nur so Automaten und so. Hantel? Was für einen Wert hat denn so eine Hantel? Och, kaum Wert für das Gewicht. Aha, Verkaufsautomat. 105 Credits? 105 Credits entfernt. Hühnchen verpackt hinzugefügt. Ja, danke. Synthetik Schaumbehälter, ja, die müssten wir jetzt, eigentlich müssten wir jetzt alles mitnehmen und verkaufen. Aber kauft das denn einer? Oh, Moment mal. Ach, das dürfen wir alles nicht mitnehmen. Ja, warum liegt denn das dann alles hier? Thermos. Hm. Kein schönes Outfit für uns, Handtücher oder so? Streetwear, Cyberwear. Hm. Ah, da auch nochmal Türkis. Leder Streetwear. Aha. Ja, müssten wir dann klauen? Hier auch. Lederkleidung Operator. Snackpack. Arbeitskleidung, Bordoba. Neo City Gauner. Ah, klauen müssen wir nicht unbedingt. Hantelscheiben, okay.
Ja, hier ist aber auch gar nichts los, ha? Oh, ein UFO. Also beim Springen verlieren wir keine O2. Joa, ach, mit vier Dietrichen, wir können uns das ja mal angucken, da oben mit der Tür. Aber ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Du warst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Okay, kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Vielleicht können wir hier anheuern? Sergeant Yumi. Ah, hallo. Kommst du vielleicht wegen der Stelle? Der Officer da drüben kann bei Kopfgeldfragen helfen. Aha, von Yumi haben wir schon was gehört. Ja klar, ich habe das Schild draußen gesehen. Nein, Job, erzähl. Security Officer in Teilzeit. Ein sehr flexibler Posten. Du kannst im Grunde immer arbeiten, wenn du Zeit hast. Ganz ohne Druck. Wir haben gerade ein paar Lücken im Dienstplan. Macy ist im Mutterschutz, José nach Cydonia ausgeliehen. Alles auf einmal, wie das oft so ist. Also suchen wir jemanden, der die Lücke schließt. Interesse? Na klar. Sag einfach, was ich tun soll. Naja, eins nach dem anderen. Erstmal muss ich fragen, hast du irgendwelche Security-Erfahrung? Naja, ich weiß, wie man Security schreibt. Ich habe mich mal mit der Crimson Fleet angelegt. Keine Ahnung, ob das zählt. Oh ja klar. Ich war Chief der Astral Lounge Security in Neon. 8 Jahre oder so. Die Crimson Fleet, mit denen habe ich mich angelegt. Zählt das irgendwie? Natürlich zählt das. Ich meine, du lebst noch. Und Widerstandsfähigkeit ist für einen Beamten eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, mehr brauche ich nicht hören. Dein erster Auftrag ist ganz einfach. Geh zum Mast und rede mit Agent Platon von Aegis. Es wurde ein Paket an einen toten Briefkasten geliefert und die UC Security muss sich darum kümmern. Er erklärt dir alles. So schnell verdient man ja Geld. Ich habe noch gar nichts gemacht. 250 Credits schon bekommen. Naja, für einen Kaffee. Ja, ja, genau. Warum bringt Aegis nicht das Paket her, sondern ich? Naja, es ist auch blöd, wenn man da andauernd Fragen stellt, wenn man da gerade so einen Job bekommen hat. Naja, du lieferst es zwar hier ab, das heißt aber nicht, dass es auch hier bleibt. Für den Grund musst du Aegis fragen. Mich geht das nichts an. Ja, du hast Aegis erwähnt. Wer steckt dahinter? Aegis? Im Grunde der Geheimdienst der United Colonies. Denen geht es darum, Bedrohungen für New Atlantis vorzubeugen. Das ist zwar eine andere Abteilung, aber manchmal arbeiten wir zusammen. Wir legen also Wert auf gute Beziehungen zu ihnen. Erweisen wir Agent Platon diesen Gefallen. Dann hilft er uns vielleicht mal, wenn wir darauf angewiesen sind. Eine Hand wäscht die andere. Was ist MAST? Du weißt schon. MAST. Das militärische, astronomische und scientifische Triumvirat. Das Riesengebäude in der Stadtmitte. Das Hauptquartier der United Colonies? Vielleicht war das Vorstellungsgespräch doch etwas zu kurz. Jemand, den ich kenne, braucht da etwas aus dem Lager im Weltraumhafen. Ja, wir haben alle Freunde, die was brauchen.
Aber wir haben auch Regeln und Vorschriften. Und an die halte ich mich. Dein Freund soll eine Anfrage einreichen, wie alle. Ja, aber hat er doch gemacht, hat sie doch gemacht. Oh, ja gut. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Hm? Hoffe, es wird nicht spät, sonst bringt mich meine Süße um. Broschürenhalter? Sowas brauchen wir gerade nicht. Bequeme Kleidung, Siedler. Zigarettenpackung. Nichts mitnehmen hier. Aber manche können auch schon ärgerlich werden, wenn man den Spind einfach nur öffnet. Cyberware, Streetwear. Tucker, guten Tag. Du bist laut Akte ein Ronin. Heißt das, du gehörst zu diesen Schwertkämpfern? Schon mal von Pistolen gehört? Ja, ja. Ich wird auch geschrieben mit P. Urban. Toilettenpapierrolle? Ja, aber die ist so aufgebraucht, da ist ja gar nichts. Tram. Nur die Rolle. Ist das mein Spind hier? Wo darf ich denn meine Klamotten eigentlich unterbringen, wenn ich schon mal mitmache bei euch? Security Schlüsselkarte. Ach so, ja, das war jetzt knapp. Du bleibst da stehen, oder? Ja, wem gehört denn die? Ach, wir kriegen bestimmt auch eine eigene. Schlupfschuh! Ach. Bourbon? Ja. Schraubenzieher, was die alle in ihren Spinden haben. Wo ist denn mein Outfit? Mein Sicherheitsoutfit? Bekomme ich nicht sowas? Hoppla. Guten Tag. Aha. Pritsche. Schreibtisch, Papierablage. Notizblock. Nichts Besonderes hier. Problem? Nö, ich guck nur. Sei doch nicht immer so. Lass mich in Ruhe. Was ist denn mit dir? Ich habe dir nichts zu sagen. Ja, wäre besser, wenn du mal redest so langsam. Wie bist du hier gelandet? Ich kämpfte für die große Schlange gegen Ungläubige in den United Colonies. Aber ich wurde überfallen. Mein Schiff deaktiviert. Nun bin ich hier. Und wo ist dein Schiff? Wer bist du überhaupt? Ich bin eine Gefangene. Gefangen von Schwächlingen, die ihre Feinde nicht töten, wenn sie sollten. Ich sehe das schon. Ich glaube, ich gehe dann mal lieber. Am Ende ist das noch ansteckend, was du da hast. Misra, ne? Mirza. Den Namen merke ich mir mal. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Weil sie überall kleine Außenposten hat. Nach dem Koloniekrieg wurden viele Anlagen aufgegeben und dort haben die Piraten Stützpunkte eingerichtet. Überall in den besiedelten Systemen. Gar nicht mal so dumm. Wo kriege ich denn so eine Uniform her hier? Ich kenne Leute wie dich. Lässiges Weltraumass.
Muss cool sein. Ah. Dass ich hier hinten einfach so rumlaufen darf jetzt? So. Jetzt sind wir wohl mit von der Partie. Ach, ich werde hier gescannt. Wonach scannen die denn hier? Nach der Sicherheitskarte? Ja, dann gehen wir lieber mal gucken, ob die Hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Igitt. Du bist auf da draußen, oder? Im Weltall? Dann werde bloß nie wie diese Spacer. Die sind der Abschaum der Galaxie. Sie plündern, stehlen und morden. Nicht mal die Crimson Fleet vertraut ihnen. Ich weiß ja nicht, ob ich hier jetzt durch den Scanner komme, aber muss man mal ausprobieren, oder? Können wir nicht speichern vorher? Schnell speichern zum Beispiel, so. Ob ich hier durchkomme mit der Karte? Du warst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Aha. Oder vielleicht scannen die nur und merken sich, dass wer hier ein- und ausgeht. So, ich bin schon unterwegs. Ich bin noch dabei. Weil ich doch, vielleicht können wir die erste Aufgabe, die wir hier bekommen haben, oder eine der ersten, vielleicht können wir da schon irgendwie was machen. Aber ich würde mich wohler fühlen, wenn ich auch so ein Security-Outfit bekommen würde irgendwoher. Guten Tag. Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Ich bin auch kein Zivilist. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich bin Security. Überzeugen. Ihr habt beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Nein, ich brauche nichts. Wie oft räumt die UC Security beschlagnahmte Fracht weg? Warum ist dieser Bereich abgesperrt? Oh, die Security hat jede Menge Fracht beschlagnahmt und nicht genug Lagerplatz, also behalten wir einiges, bis sie alles inventarisieren können. Also, brauchst du was, oder? Wie oft räumt die UC Security beschlagnahmte Fracht weg? Bin mir nicht sicher. Immer dann, wenn der Rückstand aufgearbeitet wurde. Fragst du aus irgendeinem bestimmten Grund? Nein, ich brauche nichts. Ihr habt da beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Ich kann dich da nicht einfach reinlassen. Naja. Lass mich durch, ist es wichtig. Ach, ich verstehe schon. Du kannst nicht alle reinlassen. Regeln sind Regeln. Ach, wir finden bestimmt eine Lösung. Warum kostet das so viel? Ich verstehe schon, du kannst nicht alle reinlassen. Regeln sind Regeln. Du kommst hier nicht durch. Ich verspreche dir, das bleibt zwischen uns. Geht nicht. Leider. Ich habe langsam keine Lust mehr, nochmal zu bitten. Du musst mich reinlassen, jetzt. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Schön, dass du meine Situation verstehst. Jetzt sagst du nein, aber wenn ich dich genug nerve, sagst du irgendwann ja, richtig? Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Ich bin noch redebereit. Lass mich nicht hier draußen stehen. Ich habe schon genug Zeit verloren. Wir hätten vorher ein Bier trinken sollen. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Schön, dass du meine Situation verstehst. Sag niemandem, dass ich das für dich getan habe. Das könnte mich den Job kosten. Merkwürdig. Falls jemand fragt, ich hatte nichts damit zu tun. Verstanden?
Ich habe verstanden. Na gut. Mach bitte schnell, ja? Paket für Nüsser. Wird das andere geklaut, wenn wir die Credits hier mitnehmen? Ist nichts rot, oder? Wir können eigentlich alles mitnehmen. Ist vielleicht auffälliger, wenn das komplett leer ist, das Ding. Ich meine nicht so auffällig. Hätten wir auch mit der Karte reingekonnt. Ja, dann danke für deine Unaufmerksamkeit. Pass auf die Antriebe auf, okay? Die können dich übel umpusten. Ja, ich bin mal wieder weg. Ist natürlich die Frage, ob wir jetzt durch den Zoll da vorne kommen. Ah, schnell speichern. F5 geht. Oh, wie schön. Ich werde gescannt. Beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Okay. Ach, wir werden gescannt wegen dem Kopfgeld. Das ist das ja auch dann. Hey, wo hast denn du dein Outfit her? Marika ist immer noch da, okay. Wir arbeiten dran. Ich will nicht verzweifelt klingen, aber hast du meine Fracht? Ich habe deine Fracht. Hallo, Neue. Schön, dich wiederzusehen. Hallo, Kann Alte. Kann ich dir was bringen? Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Hab heute noch nichts Neues gehört. Ach was? Apropos Neues. Einige sind davon überzeugt, dass David Barron, du weißt schon, der SNN-Moderator, eine Art Freestar-Sympathisant ist. Wenn du mich fragst, ist das absurd. Klar, es gab ein paar Berichte über Aquila City, die nicht total kritisch waren, aber hey, warst du mal da? So schlimm ist das auch nicht. Wie auch immer. Über sowas unterhalten sich die Leute, wenn sie auf den Flug warten. Du freust dich, gefragt zu haben, oder? Das sehe ich. Ja, riesig sogar. Ich habe ein Geschenk für dich. Jetzt ehrlich? Ja. Du hast sie? Ja, sicher. Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Ich auch nicht. Okay, ich will es schon. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht, richtig? Ach, keine Sorge, dafür musste niemand sterben. Jemand schuldete mir einen Gefallen. Naja, falls die UC Security kommt, kennen wir uns nicht. Oh, niemand musste dafür sterben. Hoffentlich. Für mich ist das eine große Sache, aber garantiert nicht wert, dass jemand zum Mörder wird. Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war. Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf. Außerdem kriegst du Freigetränke. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, cool. 2000 Credits, das ist aber ordentlich. Schön. Dann holen wir uns ja gleich noch so ein Cappuccino für die Hausmeisterin. Da bist du hier richtig. Wenn sie hat. Hat sie wohl nicht, oder? Ja, doch, weiter unten, glaube ich. Ja. Ah, nee, da hat sie nur den Espresso Classic. Okay. Die brauchen wir erstmal vielleicht nicht unbedingt. Werden ja auch nur kalt. Oh, Supernova, ist das der neue Drink? Ein Likör, Slush. Trifft auf einen sauren Punch aus exotisch fremden Früchten. So teuer ist das. Plus 12% überzeugen Chance. Für 5 Minuten. 5 Minuten, das reicht ja. So was sollte man eigentlich immer in der Tasche haben. 5 Stück verkauft sie davon. Das ist bestimmt der Drink, den sie da jetzt
wofür sie die Zutaten haben wollte. Den habe ich vorher nämlich hier nicht gesehen. Das wäre mir aufgefallen, einer, der so aussieht. Ja, außerdem plus 20 O2 für 5 Minuten und minus 25% O2-Regeneration für 5 Minuten. Na ja, gut. Du bist jederzeit wieder willkommen. Ja, super. Wir haben mal was geschafft abzuschließen. Wie schön ist das denn? Auftragsbörse, Kopfgeldbegleichung. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. In dieser Folge bedanke ich mich noch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir das Netz anzapfen. Nö, das haben wir nicht gemacht. Raffiniert, destilliert haben wir abgeschlossen in dieser Folge. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.